Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Oxygen Not Included. Und ja, ich weiß, kam lange kein Virus, aber momentan habe ich, sag ich mal, nicht so Lust zu. Ich bin da auch ganz ehrlich. Egal. Morgens stehe ich, also ich gehe ja jetzt wieder in die Schule. Jetzt alle 2 Wochen. Und dann die andere Woche, wo ich zu Hause bin, muss ich halt Schulaufgaben machen, wie schon die ganze Zeit, wo ich noch nicht in die Schule gegangen bin. Und ja, das. Danach hat man wirklich keine Lust mehr, irgendwas aufzunehmen. Aber gut, jetzt habe ich wieder Lust, habe kaum noch Aufgaben zu machen. Und ja, da kann ich ja wieder aufnehmen. Entsprechend machen wir das auch mal. Ich hoffe, dass meine Stimme so laut genug ist oder leise genug, je nachdem. Boah. Wie es am besten passt. Ich glaube aber wahrscheinlich zu leise, aber gut. Wir dingen jetzt hier erstmal wieder ein bisschen Metall. Machen das hier weg. Und um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt nächstes machen. Wir haben sehr viel Essen. Sehr, sehr viel Essen. Duplicate Skill machen wir erstmal. Das haben wir schon. Was macht man jetzt am besten? Ich weiß nicht. Care Package. Mugroot. Brauchen wir halt nicht. Decreased Athletics. Decreased Bathroom Use Speed. Gym Resistance. Ich glaube, das ist unser am sinnvollsten. Dass wir einen neuen Arbeiter haben. Das ist, glaube ich, recht praktisch. Als nächstes können wir aber mal anfangen, Betten zu bauen. Die Frage ist, wo sind die Betten? Und ich hätte auch gern mal ein paar Tiere. Das ist ja ganz nice. Naja. Das kriegen wir, denke ich mal, irgendwie noch hin. Das ist ja stable. Nice. Stress haben wir keinen. Das ist gut. Watercooler. Ich glaube hier. Ne, so. Ich glaube, wir machen hier oben mal so eine Art Schlafraum hin. Dann haben die einfach mal ein bisschen mehr Platz zum Schlafen. Und das sehe ich mal auch ganz praktisch. Upsi, nee. Power, oder? Ich weiß halt noch nicht, was sie am besten nehmen. Okay.
Okay. Vielleicht bauen wir uns hier auch eine kleine Farm hin. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Scheinbar. Ach, hier sind auch welche. Das sieht schön aus. Food poisoning. Okay. Okay. Interessant. Ich würde mal sagen. Oh, hier, Duplicate Skill. Bird, du. Machst du irgendwas? Was eigentlich, wenn die Moral zu hoch wird? Ah, das weiß ich nicht. Ach, machen wir auch mal Farming. Ich meine, warum nicht? Ah, hier. Improved Carrying, Tinkering, Improved Strength. Ich weiß noch nicht, was wir nehmen. So, hier müssen noch ein Kabel platziert werden, aber. Boah, wird nicht gemacht. Kupfer haben wir recht wenig. Aber wir können mal hier bei Food. Ein Critter-Feeder hinbauen. Ach komm, bauen wir einfach mal dahin. Und dann schaffen wir es vielleicht, den zu zähmen. Das wäre ganz nice. Okay. Okay. Wie kann man das emptyen? Lehrt er das jetzt? Ach gut. Er hat's gelehrt. Capture Critters. Jetzt die Frage, wo ist der hin? Was machen die eigentlich die ganze Zeit? Ich weiß nicht. Also, wir setzen mal eine erhöhte Priorität. Auf das hier, dann noch auf das hier, würde ich sagen. Ja, mal gucken, wie das dann wird. Da ist hier
gespillt worden, also hier ist irgendjemand ausgelaufen, würde ich mal behaupten. Okay, nice. Hier um das wird jetzt weggebaut. Und hier nimmt sich langsam der Sauerstoff, also vermischt sich mit dem Kohlenstoffdioxid. Und ja. Ich habe keine Ahnung, was da reinkommt, aber egal, so hier reinkommt. Aber das kriegen wir schon irgendwie. Hoffentlich. Ah, hier ist der. So. Am Tag wird er dann gefangen. Dann werden wir den hier oben irgendwo hin platzieren. Okay, Critter Ranching Skill brauchen wir dafür. Dementsprechend. Ah. Hat sich das erstmal erledigt. Wobei, wir können ja mal gucken. Critter Ranching Skill. Ah, hier. Wir waren Farmer. Okay, du warst Farmer. Wer noch? Du. Okay. Gut. Dann warten wir erstmal ab, was als nächstes passiert. Momentan ist das relativ langweilig, das weiß ich. Wobei, wir könnten eigentlich mal das Ganze ein wenig erweitern. Die Frage ist erstmal, wohin? Ah, das ist so ein Draco. Ich habe keine Ahnung, wie man ausspricht. Aber das ist, denke ich, nicht schlimm. Scheint-Nymphe-Eck. Okay, das nehmen wir mal mit. Vielleicht kann das dann hier rein. Okay, doch nicht. Ich habe keine Ahnung, für was das saß. Und ja, ich weiß, mein Stuhl klingt immer noch schlimm, aber gut. Research complete. Critter Trap Incubator. Fish Trap. Critter Sensor. Boah, Research, würde ich sagen. Machen wir mal weiter. Fossil Fuels. Natural Gas and Electric Power. Hört sich an sich ganz nice an, aber ich glaube nicht, dass wir es erstmal brauchen. Ah, Sandal. Gibt's nur ein Problem. Wir sind noch nicht weit genug oben. Wobei wir machen erstmal Liquids. Und dann kann ich ja vielleicht eine Sauna bauen. Oder sowas. Irgendwann. Refined Metal brauchen wir dafür. Okay. Refrigerator haben wir.
Also im Kühlschrank haben wir das ganz gut. Okay. Stimmt, wir wissen ja noch nicht, was wir bei dir als nächstes machen. Okay, kriegt Grilling 2. Aber danach war ich eigentlich nicht mal gucken. Sondern wir warten jetzt erstmal bis Research, bis hier das fertig ist. Und dann machen wir als nächstes hier Renewable Energy. Dann können wir eine Sauna bauen oder so. Mal gucken. Food sind wir schon recht weit. Oder Solid Material. Wobei, wir brauchen, glaube ich, erstmal das. Ach, ich weiß halt nicht, was wir brauchen. Momentan esse ich doch einseitig. Essen haben wir ja viel. Viel, sehr viel. Aber sonst? Sonst brauchen wir ja eigentlich kaum was. Wobei, wir können jetzt eigentlich mal nach Metall. Gold Amalgam. Keine Ahnung, was das ist. Aber gut, Iron Ore. Wir können ja einfach mal. Hier wirklich mal weiter hochgraben. Also Priority machen wir hier auch mal 9. Das alles machen wir mal 9. So. 30. Tag. Okay. Duplicant Skills. Nee, falsch. Choose a Blueprint. Germ Resistance. Loud Sleeper, Pacifist. Creativity und Decor Morale Bonus. Komm, wir lassen mal unsere Siedlung wachsen. Und dann hier, Duplicant Skills. Und die wird erstmal auf Medizin spezialisiert. Das ist, denke ich mal, ganz praktisch. Können wir nicht hier irgendwo Grooming Station. Upsi. Okay. Haben wir schon eine Farmstation? Sieht nicht so aus. Also machen wir das alles mal hier oben hin. Okay, ich habe keine. Ah, wo wir das platzieren können, wo nicht. Skill Scrubber. Okay, das brauchen wir nicht. Aber vielleicht noch eine Groom Station. Hier oben kommt so Landwirtschaft, sag ich mal, hin. Landwirtschaftliche Arbeiten. Okay. Hier, das machen wir noch. Okay, hier das auch noch. Hier das können wir auch mal abbauen. Priority machen wir.
Wir machen erstmal alles hoch hier. Und dann, ja, ab hier alles auf 9. Dass hier es endlich mal fertiggestellt wird. Das ist nicht momentan doch ganz schön nervig. Aber gut. Lagerplätze können wir auch mal wieder bauen. Aber wir haben momentan Essen im Überfluss. Das ist schon mal ganz praktisch, dass wir Essen im Überfluss haben. Oh no, Research Focus selected. Okay, interessant. Okay. Interessant. Ich glaube, wir machen Sound Amplifiers. Ach stimmt. ganz heil zur Methode. Outside of Greenhouse. FF. Bedroom Barracks Greenhouse. Okay, das wird eigentlich gar nicht angezeigt. Okay. Und was brauchen wir hier für Outside of Stable? Grooming Stage. Sprich das hier weg. Deconstruct und dann dürften wir hier doch im Prinzip schon fast ein Stable haben, oder? Oder gibt es sowas wie eine Tür, dass man okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine Tür hin. Dann hier Teils hoch. Und dann haben wir hier schon theoretisch, wenn alles klappt, und so ein Stable. Hoffentlich. Wobei ich bezweifle irgendwie, dass das funktionieren wird. Okay, ja, hier das erstmal anklicken. Refinement for Crusher, dann Critter Sensor. Ein Eggshell. Wird hier oben das? Nö. Storage unavailable. Naja, dann lassen wir das. Vielleicht bekommen wir dann mehr Shinies dahin. Theoretisch müsste das ein Stable sein, oder?
Ich habe keine Ahnung, ob das so stimmt. Naja, falls ich es bis ans Ende der Folge noch nicht hinbekommen habe, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Das wäre, denke ich mal, ganz praktisch für einen Fortschritt. Aber gut. Locker. Ach so. Basic Metal Locker. Weight Plate. Sending a red signal. Okay. Unreachable. Das machen wir doch mal schnell anders. So. Dann Priority machen wir hier auf 9. Dann können wir das gleich auch wieder deconstructen. Gut ist. Eine Jukebox, nice. Ist halt nur ein wenig groß. So, bauen wir da hin. Warum denn nicht? Oh, da hat jemand gespillt. Naja. Passiert. Und jetzt sind hier halt Gase. Polluted Oxygen. Nicht gerade. Nice, aber gut. Wir haben hier so viel Zeug rumliegen. Oh, jetzt haben wir hier auch endlich unser... Nach... Mir fällt es nicht ein, aber unseren Stall. Nice. Dann tun wir, oder können wir, da. Oh, no power wire connected. Da können wir das Polluted Water reinmachen, das ist, denke ich mal, ganz praktisch. Coal Generator haben wir. Aber gut. Ja, so. Machen wir das mal. Und mit Prioritizen machen wir das gleich mal auf 9. So. Genauso wie wir das Kupfer prioritizen. Das denke ich mal auch eine ganz gute Idee. Also. Na, du machst erstmal das und Astronomie, okay. Dann machen wir erstmal das. Improve Carrying müssen wir dann später auch noch beibringen. Oh, no research focused. Okay. Insufficient oxygen generator. Okay, gutes. Oh. Ah, ja, stimmt. Wir können ja researchen wieder. Fossile Treibstoffe. Na, brauchen wir nicht. Das hier wäre sicherlich ganz nice. Aber gut. Wo war das? Ah ne, das haben wir ja schon. Captures Living Critter for Transportation. Boah. So eine Medicine machen wir am besten mal. Das ist, denke ich mal, auch ganz wichtig. Illumination. Okay. Wir dürften ja theoretisch. Oder?
Oh, Next Sprint in wenigen Sekunden. Ja. Ah, falsch. So, choose a blueprint. Increased strength for the sleep periodically. I cannot attacking rants. Ich glaube, wir nehmen mal Eier. Das, denke ich, passt ganz gut hierzu. Und da gucken wir auch gleich mal, wo hier die Hatching Station, sag ich mal, ist. Hier natürlich nicht, aber gut. Ja, ich weiß nicht, wo sie ist. Ah, Incubator. Refined Metal brauchen wir dafür. Okay. Wir hatten doch hier irgendwo Stations war's, oder? Nee. Ah, Refinement heißt es, ja, logisch. Produces Refined Materials. Okay. Oh, ist das groß. Das ist riesig. Aber gut, Research complete. Dann researchen wir nochmal was. Ich weiß halt wirklich nicht was. Das Plumbing wollten wir ja eigentlich noch machen. Wir haben im Prinzip viel zu wenig Platz oder viel zu wenig Einwohner, das könnte dran liegen. Weil wir ja erst keine haben wollten, weil wir nicht genug Essen haben. Hatten. Wir haben jetzt ja genug Essen, von daher passt das soweit eigentlich ganz gut. Ja. Es war jetzt keine spannende Folge, aber ich hoffe, das passt soweit. Ich hoffe, das ist auch mit meiner Lautstärke so gut. Wahrscheinlich bin ich viel zu laut. Aber naja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr nächste Folge wieder einschalten. Ich habe keine Ahnung, wann die kommt. Ganz ehrlich. Aber ihr könnt gerne wieder einschalten, wenn es dann wieder heißt Farmen. Hier. Das sieht schon ganz krass aus. Und dann könnten wir es vielleicht nächstes Mal sogar schon schaffen, dass wir endlich mal... Wer ist denn eigentlich der Farmer? Du... Travaldo. Braucht noch einen Augenblick. Wer ist noch auf Farming spezialisiert? Okay, Bird. Wobei der... Okay, Bird ist näher dran. Dementsprechend kriegt er dann auch, dementsprechend kriegt er dann auch hier Critter Wrenching 1 als nächstes gelernt. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen Zeitgeschinde vorbei. Auf die 10 Minuten bin ich schon längst gekommen. Naja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wenn nicht, sogar ein Abo und Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr auch wirklich mit, weil ich wieder ein Video hochlade. Aber gut. Oh, mir fällt gerade was hier auf. Das müssen wir in der nächsten Folge beheben. Unprievable. Das geht ja nicht. Aber gut. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen. Würde mich sehr unterstützen. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Oxygen not included. Oder vielleicht Fallout 4. Mal gucken. Oder vielleicht Dawn of Man wieder. Mal sehen, weil vielleicht fange ich wieder mit Dawn of Man an. Das ist echt mal eine ganz nice Idee. Weil ich glaube, da gab es wieder ein paar Updates und da kann man jetzt wieder ein bisschen was machen. Ja, das... Mal sehen.
Das nächste Video kommt wahrscheinlich eh erst wieder in einem Monat. Ja. Bis zur nächsten Folge. Ciao.